Guten Morgen, der 6. Januar. Und ich dachte heute Morgen, mich tritt mal wieder ein Pferd. Der ADAC ruft dazu auf, nur noch zu Fuß zu gehen, also zu wandern. Das Auto muss weg. Und die Grünen sagen, das Auto muss her, das Lastenfahrrad muss weg. Nee, stimmt, war genau umgekehrt. Und zwar die Mutter aller landwirtschaftlichen Versicherungen, die LVM, hat nämlich dazu aufgerufen, nur noch vegan zu essen, und zwar einen veganen Januar ausgerufen, und begründen das mit fadenscheinigen, irrsinnigen Begründungen, nämlich das hatte ethische Gründe, weil die Landwirtschaft hat keine gerechte Tierhaltungsform, Mutterkühen werden die Kälber weggenommen, um die Milch abzuzapfen, wir setzen gentechnisch manipulierte Tiere ein, mit dem Futter für Nutztiere könnte man Hungerleiden auf der Welt deutlich einschränken. Zum Hungerleiden kommen wir gleich nochmal, das ist auch mega interessant, aber natürlich hat es auch Umweltgründe, dass CO2, das Böse, das durch die Massentierhaltung enorm gestiegen sei, gehen wir auch noch mal gleich drauf ein, das ist natürlich dann weg. Ja, und ein Kilo Fleisch verbraucht dann 16.000 Liter Wasser in der Herstellung. Man berechnet dort übrigens auch die gefallenen Regenmengen auf den landwirtschaftlichen Flächen ein. Das ist auch schon fabelhaft, als ob das alles dann die Kuh saufen würde. Aber auch mit einem Kilo Getreide verbräuchte man nur 1.400 Liter Wasser. Können wir alles gerne mal in Ruhe diskutieren, nachrechnen. Aber den interessantesten Begriff fand ich ja dann, dass man würde dann durch veganes Essen 3,8 Quadratmeter Wald retten. Also dem würde zukommen auf der Welt. 3,8 Quadratmeter. Dann, das ist ja schon echt total irre. Also da müsste die Welt ja quasi übersät sein irgendwann von, also in 10 Jahren zum Beispiel, von Wald, von nichts anderem mehr. Also es ist abenteuerlich, und lass es mal wirklich bei der Wahrheit bleiben. Und wie kommt das überhaupt zustande? Das ist ja so ein Punkt, wie kommt das zustande? Und ich werde euch sagen, wie das läuft heutzutage. Da sitzen irgendwelche CEOs, die auch den Kontakt zum Boden verloren haben und zur Realität und rufen irgendwo in Berlin beim Startup an. Da sitzt jemand mit Jesuslatschen und sagt dann, ich habe ein Startup, ich habe eine total geile Idee und ich werde euch richtig pushen. Ja, wie denn? Ja, ihr müsst vegan werden. Ja, wir sind eine landwirtschaftliche Versicherung. Ja, genau, ihr müsst dann halt jetzt einmal richtige Kunden kriegen. Nicht die Bauern, ja, die sterben sowieso aus. Ja, dummerweise haben sie da ja recht, ne? Aber Leute, genau so läuft es ja. Und jetzt lasst es mal bei den Fakten bleiben. Und zwar hat man jetzt herausgefunden, hey, die Studien, die wir all die Jahre hatten, was gar keine richtigen Studien waren, besagen, dass die Nutztiere deutlich weniger Methan ausstoßen. Beim CO2 ist genau das Gleiche. Und lasst es mal nur mal zwei Fakten nehmen. 1892, also ein paar Tage her, hatte man einen Ausstoß von 1.060.000 Tonnen. Von 1990 bis 21 ging der Methanausstoß durch die Verdauung der Nutztiere um 390.000 zurück. Vergleicht mal diese Zahlen. Auf 930.000. Das war, wie gesagt, 1892. Das ist heute. Viehbestand heute geringer als vor 100 Jahren. Lasst euch also keine Märchen erzählen. Apropos Märchen erzählen, auch geil, wie Herr Haug in Baden-Württemberg, Schweinefleisch steht vor dem Aus. Ich meine, dass 2000 Mastbetriebe jetzt zugemacht haben im letzten Jahr, das ist nun mal Fakt, auch wenn einige Verbände von uns das nicht glauben wollen. Schöne Grüße nach Berlin. Und das wird dann doch nur ersetzt. Oder will mir einer erzählen, dass wir irgendwann kein Grill mehr nutzen werden in 10 Jahren? Es wird ersetzt und dann haben wir gar keinen Einfluss mehr auf, wie es mit Tierwohl, Sozialstandards oder irgendwelchen Mindestlöhnen oder Umweltstandards, das ist doch vollkommen egal. Und das wird alles gemacht von einem Lobbyregister im Bundestag, was die Umweltlobby gerade anrichtet, weil die ist stärker vertreten als alle anderen Lobbys, wahrscheinlich sogar besser als die Waffenlobby, wobei die auch gerade wieder zunimmt. Aber das Härteste überhaupt, was ich jetzt gesehen habe, und da habe ich ja neulich schon mal was zugemacht, und jetzt nochmal, wohin geht das Getreide aus der Ukraine? Wofür wir ja auch Millionen überweisen an die Ukraine, dass sie das gefälligst auch nach Afrika bringen. 60% kommt in 5 Länder an. Und die Top 3, und das muss man sich jetzt mal reinziehen, ist Spanien, China und die Türkei. Hat die Türkei nicht den Deal ausgehandelt? Da war doch irgendwas, ne? So, und derzeit bleiben 94 Schiffe mit Getreide voll, weil die da rumliegen und nichts passiert. Also, das ist für mich exemplarisch, dieses Bild, was gerade in Deutschland passiert. Muss man, glaube ich, nicht mehr erklären. Aber wenn wir so weit weg sind von der Realität und den Kontakt zur Basis verlieren, in allen Bereichen, dann dürfen wir uns nicht mehr wundern, dass Deutschland nun mal nicht mehr das Land ist, in dem ich gut und gerne lebe. Fürti.